Willkommen zurück zu Anisa Machine for Packs. Ich hoffe, die letzte Aufnahmesession. Auch mal gucken, wie lange es noch dauert. Ja, natürlich. Ich finde das Spiel überhaupt nicht gruselig. Das tut mir leid. Aber die Geschichte, die Story, die ist extrem gut in letzter Zeit geworden. Also, am Anfang war das so eher so meh, aber jetzt, so wenn immer weiterkommt, desto spannender wird die Geschichte. Oder es ist mehr so Vielfalt der Dinger. Also auf jeden Fall ist es jetzt, man fühlt sich jetzt in den Menschen da drin, der sowas gemacht hat, weiter und so fort. Ich glaube, es ist so besser erklärt. Ja, ihr seht ja bestimmt mal wieder nichts. Also kann ich nichts dafür, liegt aber an dem Spiel selbst. So, jetzt mal hier in ein Haus. Was? Warte, was? Wenden. Warum? Was? Warum wurde es meinen ersten Durchlauf gespeichert? Verstehe einer meiner Spiel. Das sieht schon mal nach richtig aus. Das könnte sogar der richtige Spielstand sein. Oh ja. Das sieht schon mal gut aus. Oh, diese Maschine hier. Diese Musik. Aber könnte es sein, dass ich hier schon mal war? Ich könnte auch sein, ne? Habe ich nicht gespeichert? Eigentlich müsste ich doch gespeichert haben. Achso, nee, ist hier so eine. Ja, wollte schon sagen. So, müssen wir was irgendwas. Oh, hallo Schwein. So, das Elektrizität und unten muss man irgendwie versuchen zu fluten. So wie das danach aussieht. Weil Strom leitet Wasser, ne? Ihr kennt das. 25. Oktober 1899. Keine Maschinenklinge für den fetten Bischof und die schlemmende Erbin. Alle feinen Stücke in den Sortierbehälter und die besten wie immer über den Speiseaufzug zurück. Nach oben in die Küche. Damit sie für das Gelage der nächsten Nacht schmoren, wie Soße und Brotkrumen garnieren kann. Und auch nicht jede Nacht. Muss man wissen, obwohl wir damit begonnen haben, die Frequenz des finalen Akts zu steigern. Im Gegensatz zu den Armen werden die Reichen dann nämlich im Laufe der Zeit vermisst. Aber wir werden sie weiterhin verwöhnen und verarbeiten. Vorbereiten, meine ich. Und unser gutes Essen wird zum Herrn und Landhäuser in ganzen London geliefert. Neulich stand in der Times, dass die Reichen uns schön an guten Wein und saftigem Fleisch ziemlich übergewichtig werden. Tatsächlich erschien im Punch von letzter Woche ein
Karikatur, die Wisconsin als gefüllte Schwein auf einen Teller darstellte, um sich seinesgleichen zu lehrten. Zweifellos ein bösartiger und feige Verleugnung. Aber es schmeckt köstlich. Ja. Das glaube ich, dass es sehr lecker schmeckte. So, muss mal gucken. Hier kann ich nichts machen. Doch. Ja, es geht hier auf. Oh. Wunderbar. Will they be free? Yes, my friend. Trained and bled and freed from the prison of the flesh. Free to ascend as smoke to the stars. And the good. The word. How will we save them? Show me these worthy, Mantis. Show me these good. I do not see them. Gut. Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Oktober 1899 und dann nach oben. Ab ins Bett. Ins Bett zum Umherwerten. Nee, umherwerfen und wenden auf geblätterte Bäuche. So kopuliert zum und zum Kotzen auf Schelzschlung. Oh Gott, ey, was für Wörter hier drin sind. Himmelsbett oder Schminktisch. Schließlich der Zusammenbruch auf die verschlingende Matratze. Betrunken, betäubt und fett und dumm und besinnungslos. Und löst die Pfeile aus. Menschenschweinchen löst die Pfeile aus. Nur ein gezogener Rebell und eine Reihe hydraulischer Kolben und Getriebe wird in Gang gesetzt, wodurch drei Wände aus Stahlbalken über den Himmel von Decken fallen. Das Produkt im Bett einsperren und jede Flucht unmöglich machen. Dann wird das gesamte Bett über einen leistungsstarken, ebenfalls hydraulischen Federmechanismus nach hinten in die Wand gekippt. Der Druck für diesen System wird als Nebenpunkt des Vakuumsausweichsystems erzeugt, den man an anderer Stelle der Schweineproduktreihe zur Massenproduktion eingesetzt. Auf diese Weise haben wir unsere eigene kleine Revolution geschaffen, denn die Mobilisierung der Massen ist ein Auslöser für die Ausrottung der Reichen. Oh ja, Hand gegen das Mikrofon. Willkommen. Ich muss anfassen, nein! Na, wieder hoch. Ist er doof? Ist er so doof? Nimm ich überhaupt auf? Ich muss jedes Mal nachgucken. Ja, gut. Das ist nervig. Ich glaube, ich muss mir nächstes Mal die FPS-Anzeigen aufmachen, anzeigen lassen. Da komme ich nicht rein. Wo muss ich hin? Ja, das seht ihr schon mal, wo ich gerade eben war. Ja. Wo muss ich lang? Muss ich lang? Das
hat doch hier mit was hier zu tun. Oder nicht? Strom läuft. Ne, der kann ich hier nicht runter. Ja, das Strom läuft eigentlich, ne? Ja, das hört sich gut an. Au. Hört sich auf jeden Fall. Okay. Das kann ich rollen. Na komm. Okay. Ui. Okay. Okay, was ist passiert? Es läuft nichts mehr. Und es ist dunkel wie Hölle. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Uiuiuiui. Wasser! Wir haben Wasser erschaffen. Cool. Cool. Da ist er tot. Okay. Ja, so nennt man Strom leitet Wasser. So. So kann man auch Gegner ausschalten. Haben wir hier noch was, irgendwas Schönes? Ich glaube eher nicht. Oh. Kann man drehen. Schön. Das ja auch. Oh. Schön. Oh. Alles kaputt machen. Bäh. Oi. Oi, 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 oi. Das ist nicht sehr schön. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too late, Magnus. My great works are almost begun. Meine Arbeit auch. 27. Oktober 1899 und spare in der Zeit. So hast du in der Not.
Denn hier werden das Geschlabere und die Innerei durchsiebt und sortiert und gelangt durch mehrere Kanäle und Hilfsmittel in die Welt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Das Produkt durchquert dieses Abschnitt der Maschine und wird durch die Klingen getrieben, was es für die Metzgerei in zwei Hälften schneidet. In der Zwischenzeit lagern wir es in unseren Kühlräumen unter dem Haus. Und die bei der Kühlung natürlich entstehende Hitze wird in die Rohren und Risse dieser Zimmer gespeist. Das, mein Freund, ist der Grund dafür, weshalb wir in einer eiskalten Mitternacht bloß in Hemden und Westen sitzen, ohne dass ein Feuer brennt, über unsere großartige Unternehmung diskutieren können. Die Wärme in unsere Bäuchen und Zehen kann man direkt den Bäuchen und Zehen zuschreiben, die jetzt in diesem Moment unter die Füße durch Dampf, Feuer und Klingen gehen. Okay. Die Kutterei. Dezember 1899. Ich entferne mich von diesem Tempel, diese kleine Steinhaufen unter den aussprechen. Ja, Legas Denis, Fäuse, Wind, sprach wieder Pla, Diskriminierung und weiter so fort. Die Schelle der Unschuld unter der losen Ackerscholle. Kopflose Brustkörbe in kühlen Stein hinter den Arterien 3000 Meilen und auseinander. Ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück. Im uralten Stein glänzen Wasserabläuferinnen. Die Gifte sind schon in dieser Feuchte, in diesem fallenden Wasser. Ich zerhacke und würde und erbreche mich ins Waschbecken und ich ergreife es mit beiden Händen und ich starre. Dort in Abfluss so klar wie der Tag, ein Spielzeugrückgrat. Ganz präzise und intrikat. Ich sollte echt aufhören zu lesen. Oder ich sollte nicht so müde vorlesen oder so. Ich bin auch extrem müde. Wie das Rückgrat eines Kindes. Wie kann das sein? Wie kann das Rückgrat eines Kindes wie ein Uhrwerk gemacht sein? Ich wusch es vorsichtig und lege es auf den... Okay. Nehme das Ei. Mich selbst legte ich unter den Garten, wo die Kinderschädel begraben sind. Ich nenne es mein Mexiko. Oh. Hallo. Geh mal runter. Man hört hier Schreie. Man kann hier nichts sehen. Oh, da ist ein Gang. I am here again, at the foot of those stairs. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Okay. Haben wir hier auch irgendwas Schönes? Wie war Duckin? So. Oh Mann. Habt ihr so ein Schwein mal gesehen? Ich glaube nicht. Aber schön anzusehen. I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Hey, das Bild. Manders. Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Ja, die Fabrik.
Die Herrschaft über Schweine, okay. Und die Maschine hier. Ist das Blut? Ei. Da werden die ganzen Schweine geschlachtet. Oder wie? Oder Menschen. Lecker. Blut. Zum Glück esse ich keine Blutwurst, weil... das ist so eklig. Ich hasse Blutwurst. Oder irgendwas alles mit Blut oder... Ja, ich weiß, ich mache Ausbildung als Koch und man kann mit Blut auch Suppen binden, weiter und so fort. Und es ist so ein Bindemittel, also was Stärke enthält und weiter und so fort. Und nee, ich kann sowas nicht essen. Ich kann noch nicht mal Organe sehen oder essen. Was in meinem Betrieb alle paar Monate mal der Fall ist, so freitags dann irgendwelche Leberschnitzel oder irgend sowas in der Art und ne. Das Geruch an Organen ist mir extrem ekelig. Also, nicht falsch verstehen. Es soll ja ziemlich gesund sein, weiter und so fort, Organe zu essen von Tieren und so, ne? Aber, ja, ich selbst als, ja, was heißt der dritte Ausbildungsjahr als Koch, ne. Das gibt mir, bisschen zu weit. Ja, ich esse auch Tier, also ich esse auch Pute und Schwein und Rind und hast nicht gesehen. Aber so als Filet oder Schnitzel oder irgendwas in der Art, ne? Aber nicht Gehirn von Tier, Leber von Tier, Herz. Ich esse auch kein Herz oder irgendwas. Manche Köchen können das, ich kann das nämlich nicht, da will ich lieber, dann esse ich irgendwas, dann esse ich lieber irgendwas, was ich überhaupt nicht mag, so Champignons oder irgendwas in der Art. Sowas geht gar nicht, wie ich finde. Oh, sind das die Kinder? Oh, haben sie wirklich ihren Brustkorb gerade aufgerissen? Haben die gerade wirklich ihr Brustkorb aufgerissen, die Kinder? Boah, also es war nicht gruselig, aber das war schon ein bisschen ekelig. Es ist nur ekel im Kampf. I'm in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Ja, es ist gerade ein bisschen sehr dunkel, ich weiß. Aber so soll es nie sehr sein. Ich verändere bei der Grafikeinstellung eigentlich gar nichts bei dem Spiel. Ein Loch, oder wie? Schon ein bisschen buggy, ne? Heilige Scheiße, was ist das denn, ey? Ei. Sind das die Kinder? Ja, ein bisschen Anatomie machen. Das ist ein Hintern. Was man hier unschwer kennen kann. Kann man das noch drehen? So, die Frage ist, war es männlich oder weiblich? Ihr seid die Jury. Aber dass er alles allein gebaut hat, ey. Also mit den anderen zusammen. Respekt. Sieht nichts.
Der Schleier hebt sich, die Braut wartet. Und in diesem Moment, als ich die Knöpfe für meine Kinder auf meine Handfläche wiegte, wusste ich plötzlich, dass ich rückgängig machen musste, was ich gebaut hatte. Diese Maschine war mein Werk. Und an mir ist es, sie zu erlösen und mich selbst auch. Okay.